Erwin Röttel für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem heutigen dritten Pflegestärkungsgesetz setzen wir den Schlussstein für eine große Pflegereform, die größte Reform, die es in der Pflegeversicherung in den letzten 21 Jahren gegeben hat. Wir haben Wort gehalten. Das, was wir im Koalitionsvertrag geschrieben haben, setzen wir eins zu eins um. Wir schaffen mehr Qualität, mehr Geld und mehr Betreuung für gute Pflege in unserem Land. Zum jetzt vorliegenden PSG 3 gehört zentral die Stärkung der örtlichen Pflegeinfrastruktur und der Ausbau der Pflegeberatung. Wir wollen mehr Qualität durch gute Beratung ins System bringen. Schon im PSG 1 haben wir die niederschwelligen Leistungen ausgeweitet. Und jetzt im PSG 3 schaffen wir über die Stärkung der Kommunen die Struktur, dass diese niederschwelligen Angebote auch flächendeckend aufgebaut und angeboten werden können. Es geht hier um Vernetzung. Wir verzahnen die ambulante und stationäre, die medizinische und pflegerische Versorgung miteinander. Und Kommunen können künftig selbst Beratungsleistungen anbieten und die Einrichtung weiterer Pflegestützpunkte auf den Weg bringen. In 60 Kommunen können modellhaft neue Formen der Beratung erprobt werden. Wir werden sehen, welche konkreten Verbesserungen sich daraus ableiten für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen und werden dann die Verbesserungen flächendeckend auf den Weg bringen. Unser Ziel ist eine lückenlose, wohnortnahe und effektive Versorgung, maßgeschneidert auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse. Das PSG 3 bedeutet auch mehr Geld für Pflegekräfte. Schon im PSG 1 haben wir verankert, dass die Kassen bei tarifgebundenen Einrichtungen die Tarife nicht als unwirtschaftlich einstufen können. Und das Gleiche setzen wir jetzt um für die Einrichtungen, die nicht tarifgebunden sind. Und ich möchte an der Stelle ganz herzlich dem Beauftragten der Bundesregierung für Patienten und Pflege, Karl-Josef Laumann, für seine Beharrlichkeit danken. Ich glaube, diese Verbesserungen hätten wir nicht umsetzen können hier im Parlament, wenn hier nicht Menschen gewesen wären, die sich dieses Zieles verschrieben haben. Und ich denke, es ist gut so, dass Pflege jetzt besser bezahlt wird. Ein Wort zum Thema Abrechnungsbetrug. Qualitätskontrollen dürfen künftig nicht mehr zum Schaden von der Pflegeversicherung verhindert werden. Die Kassen erhalten das Recht für systematische Prüfung, auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege. Der medizinische Dienst wird künftig regelmäßig die Qualität und die Abrechnung von Leistungserbringern kontrollieren. Denn die Beitragsgelder der Versicherten müssen dort ankommen, wo sie hingehören. Und die Pflegebedürftigen und ihre Familien müssen vor betrügerischen Pflegediensten geschützt werden. Das PSG 3 setzt den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff auch im Recht der Hilfe zur Pflege in der Sozialhilfe um. Dadurch entstehen neue Schnittstellen zwischen Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe. Aus meiner Sicht ist entscheidend, und wir haben das gelöst, die Beibehaltung der Gleichrangigkeit der Leistungen von Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe, dass niemand schlechter gestellt wird als zuvor. Und dass es keine Verschiebung zulasten der sozialen Pflegeversicherung gibt. Es hat keinen Sinn, die Pflegeversicherung mit Mehrausgaben zu belasten, ohne dass sich die Leistungen für Menschen mit Behinderung verbessern. Die kommunalen Haushalte dürfen sich zudem nicht zulasten der Pflegeversicherung ihrer Aufgaben
aus der Eingliederungshilfe entledigen. Denn die Beitragsgelder der Versicherten dienen einzig und allein einer guten Pflege. Meine Damen und Herren, die drei Pflegestärkungsgesetze werden mit einer ganzen Reihe flankierender Maßnahmen abgerundet und damit die Pflegeversicherung einer grundlegenden Erneuerung zugeführt. Ich denke hier an den Bürokratieabbau, ich denke hier an die Neugestaltung des Pflegetüffs, ich denke hier an die Regelungen, die wir geschaffen haben zur Verbesserung der Medikamentensicherheit, an das E-Health-Gesetz mit dem Medikationsplan, an Palliativ- und Hospizgesetz. Im Zentrum der Bemühungen geht es uns immer um mehr Qualität in der Pflege. Das gilt ausdrücklich auch für das kommende Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung. Damit werden wir für Ausschreibungen auf der Basis eines aktualisierten Heilmittelverzeichnisses sorgen und sicherstellen, dass es künftig nicht nur um eine gute Qualität der Produkte gehen wird, sondern auch um eine fachkundige begleitende Beratung und um einen anständigen Service. Ordentliche Qualität ohne Zuzahlung soll künftig Standard sein. Gestatten Sie mir noch einen Ausblick, denn es geht in Sachen Pflege auch über diese Legislaturperiode hinaus Handlungsbedarf. Wir müssen uns künftig darauf konzentrieren, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege attraktiver werden. Es gibt ein weites Feld für Erleichterungen und für verbesserte Rahmenbedingungen. Ich nenne hier nur einige Stichworte: Digitalisierung in der Pflege, technische Assistenz, Smart Home, Einbindung in die Gematik, besserer Datenaustausch zwischen Krankenhaus, Pflege, Arzt und Apotheke. Intelligente Dokumentation und Prozesssteuerung sind geeignet, den Personaleinsatz trotz absehbarem Fachkräftemangel zu optimieren und damit zu einer guten Versorgung beizutragen. Und das ist ganz besonders wichtig. Wir brauchen für die Pflegekräfte mehr Zeit für Zuwendung. Mit einem Wort, wir müssen die Rahmenbedingungen in der Pflege für die Pflegekräfte so gestalten, dass dieser Beruf attraktiv bleibt und dass die Pflegekräfte diesem Beruf treu bleiben bis zur Rente. Zum Abschluss danke ich allen, die an diesem Gesetzgebungsverfahren beteiligt waren. Der ganz besondere Dank für diesen Quantensprung, den wir geschafft haben, geht an unsere Staatssekretärin Ingrid Fischbach. Aber ich möchte bei der Gelegenheit auch ganz besonders Frau Kraushaar erwähnen und ihr meinen Dank aussprechen für diese großartige Leistung, dieses Gesetz mit auf den Weg gebracht zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rüttel. Guten Tag.